Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Noch an diesem Ort, wo wir aufgehört haben. Ich habe ja einige Zeit Pause gemacht. Tut mir leid, dass ich nicht früher wieder einen Part gebracht habe, aber momentan geht es mir einfach schwer. Ich mache Kickboxen, ich mache Fußball, ich trainiere sonstige Sachen noch. Und mache den ganzen Tag Livestreams und alles Mögliche. Ich bin einfach momentan komplett ausgebucht. Deshalb tut mir leid, wenn ich halt einfach momentan nicht so viele Videos bringen kann von Regnum, gell? Aber ich habe Regnum nicht vergessen. Es ist immer noch eines meiner Lieblingsspiele. Ich mag es einfach, egal wie schlecht es ist oder wird. Das ist eben die Sache. Ein Anführer will ich nicht besiegen. Nein, nein, da gehe ich schön weg. Das sagt mir noch ab, oder was? Geh weg, du Igneo, ich wollte dich nicht angreifen. Also, die sind halt immer aggro. Wieso ist der eigentlich noch aggro? So ein böser Igneo. Ich dachte, die werden nicht mehr aggro, wenn sie hellgrün sind. So komisch. Ja, sehr einfach, hellgrün. Also dann erzähle ich mal kurz vom Patch, das wahrscheinlich kommt, Version 1.17, Free for All Coliseums. Neue Arenen frei für jeden Spielmodus. Über den Arena-Wächter könnt ihr die Arena im offenen Modus betreten. Kosten ein Ticket. Auch kann nur für 500 Gold als Zuschauer zugesehen werden. Dazu stelle ich mal so, ich will nicht immer Tickets holen, ich will nicht immer Tickets brauchen für jeden Scheiß. Sagen auch die anderen, das ist so. Da macht wirklich Engage Studio wirklich etwas Schlechtes für uns. Ich hoffe, Regnum wird das noch büßen, also Engage Studio. Und es werden wahrscheinlich andere Entwickler kommen müssen. Eventuell werde ich sogar etwas in die Wege leiten, weil ich lasse nicht zu, dass Regnum durch Crafting und durch Tickets noch schlechter wird. Das Spiel soll nicht mehr nach Grinding riechen. Also bin ich richtig dagegen. So, um die Arena zu verlassen, benutze den Hebel oder das Ausgangsschild neben den Toren. Wieso soll ich jetzt einen Hebel benutzen, um die Arena zu verlassen? Dann gehen Youngstasen einfach wieder raus, oder was? Also, frei für jeden, das ist nur für den frei für jeden ab, ja, Arena. Okay, da gehen wir sicher mal hin, wenn wir dann Level 60 sind und Top-Equip haben. Aber erst denn, nein, nein, ich gehe schon früher natürlich. Einfach mal anzuschauen, nur ab Level 50 ungefähr. Erinnert mich bitte daran. Es kann wirklich sein, dass ich das nicht, ja, Ding. Also wir haben immer noch keinen von Grabwächter. Wir finden einfach keinen Schlüssel. Das war ein Mist. Schaut, man findet keine, es droppen keine Schlüssel. So, ab 15 Minuten Online-Spielzeit. 5 Tickets an der Eliminierung eines Gegners beteiligt sein, also an einem Spieler. 9 Tickets an der Eliminierung von Gegnern in 2 verschiedenen Forts beteiligt sein. 2 verschiedene Forts erobern. 14 Tickets, 200 WMC erarbeiten. An der Eliminierung von Gegnern in 2 verschiedenen Forts beteiligt sein, 2 verschiedene Forts erobern. Das sind 14 Tickets pro Tag, ist es glaube ich, oder? 20 Tickets, 400 WMC erarbeiten, an der Eliminierung von Gegnern in 4 verschiedenen Forts beteiligt sein, 4 verschiedene Forts erobern. Modifiziert. TDM kostet jetzt 3 Tickets. Sacheninstanzen kosten 3 Tickets. Arena 1vs1 und Klassenkampf kosten 2 Tickets. Uralte Arten der Seele hat eine höhere Drop-Chance. Eine Drop-Rate. Verzauberungsrezepte erfordern nun 25 feindliche Essenzen. Das große Verzauberungsrezept erfordert nun 75 feindliche Essenzen, 25 feindliche Knochen und nur einen uralten Arten der Seele. Dazu sage ich nur etwas. Fuckt euch ab, NGD. Ihr seid so böse zu uns. Wir wollen nicht den ganzen Tag suchten. Wir sind keine Spieler. Ich bin ein Let's Player und Livestream. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß.
Liebe Entwickler, fuckt euch ab. Nein, im Ernst. Ich meine es nicht so. Aber einfach lasst es bitte, Entwickler, lasst es. Das ist jetzt wirklich das Schlimmste, was ihr machen könnt. Macht es wieder zurück oder macht es nie in den Real Life, also in den Real Patch. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Gut. Aber bitte nicht, gell? Bitte macht das nicht publik. Sonst komme ich wirklich zu euch rüber und quetsche euch das aus den Ohren. Ihr dürft so etwas nicht machen, bitte. Schlimmer geht's nicht mehr. Ich weiß, man bekommt relativ gut Tickets, ich weiß es. Aber ich spiele pro Tag 30 Minuten oder alle 3 Tage 30 Minuten. Ich kann verdammt nochmal dieses Spiel nicht öfters spielen. Ich werde noch gezwungen. Oder was? Hallo Leute, sorry, dass es einen Unterbruch gab. Ich habe nicht gemerkt, den ganzen Part habe ich nicht gemerkt, dass ich gar nicht aufnehme. Danke Freps, dass du keine Mitteilungen machst, wenn du nicht mehr aufnimmst. Dankeschön an rechts oben, dass ich nicht mehr aufnehme. Ich habe nämlich die Anzeige ab. Ich sehe nicht, ob es gelb ist oder grün oder schwarz oder violett. Nein, gelb oder rot ist. Ja, tut mir leid, gell? So. Groß, ja, groß. So. Und, ja, ich habe einfach ein bisschen erzählt über Engage Studios, wieso dass die immer nur Sachen reintun, die Grinding ist und so Sachen. Scheinbar will einfach Engage Studios ein Grindespiel machen aus Südkorea. Mehr wollen sie nicht machen. Gut, ja, ich kaufe es mir. Ich kaufe mir einfach Engage Studio, schmeiße alle Entwickler raus und kaufe mir neue Entwickler. Und dann habe ich fertig. Ist gut. So. Das größte Problem ist, dass der Gohost gar nicht kommt. Also, wir gehen so hin, machen Gohost und ja, was habe ich? Quests abgegeben, habe ich gemacht. Belohnungen bekommen. Jetzt scheinbar bin ich ein bisschen weiter in diesem Level. Und ja. Slash Party Army Schane. Spule wurde nicht gefunden, Moment kurz. Slash Party. Nein, Slash Party Drago. Slash Party Army Schane. Habe ich wahrscheinlich einen Unterstrich gemacht wegen diesem scheiß Umschalt. So. So, wo ist sie? Sie ist da unten, nicht da oben, okay. Also ich gehe mal dorthin, dann machen wir die Quest gleich. Dankeschön am Army Chain. Bis in einem Video. Sorry. Das muss ich immer sagen, aber ich vergesse es immer wieder. Slash user slash Draco Pass. Ah. So. Also jetzt gehen wir hoch, hä? Und suchen den, hä? Also Dankeschön an Army Chain fürs ins Video kommen.
Eher unten wahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Die wollen wahrscheinlich eben einfach nicht wieder haben. Das tut mir leid, wenn ich immer wieder Leute reinbringe bei Regnum. Aber es ist nun mal so. Ich mache schon sehr viele Videos. Die Leute wissen jetzt nie, dass ich so viele Videos mache oder so. Ist klar, aber ich mache so viele Videos. Ist mir egal. Ich mache es, weil ich Leidenschaft habe. So, wir gucken gerade ein bisschen, hä? Sonst müssen wir das im nächsten Part machen, hä? Wenn er nicht aufgreift. Aber grüßt mal bitte Engel Studios von mir. Ich bin wirklich ein sehr talentierter Let's Player und mache ganz viele Livestreams. Nein, ich bin einfach einer, der gerne mit dem Engel Studios plappern will. Deshalb bitte macht mal, dass ich das kann. Hä? Danke. Sehr nett. So. So, der spawnt eigentlich dort oben, aber ich finde ihn nicht. Ja, danke, dass du gleich da bist, aber das hilft mir nicht, wenn der irgendwo in der Erde steckt. Ich weiß, ich habe ihn früher ja auch immer wieder gemacht. Aber schaut euch mal der an, der ist irgendwo hier, aber er ist nicht hier. Okay, meine Damen und Herren, ich fliege gerade ein bisschen mit dem Space Shuttle, wie heißt der, Prelinator, oder wie heißt der? Mal gucken. Ich fliege gerade mit dem Raumschiff Prelinator, genau. Der Prelinator wäre besser gewesen, das ist nämlich ein Terminator. Ich glaube, die Urversion, glaube ich, 0,114 oder so. Ja, da fliege ich gerade ein bisschen herum und suche gerade den Gohos. Ist auch ein Jäger. Schön. Ach, cool. Dann haben wir einen Scheiße. Also ihr habt es ja gesehen. Was hat der in der Party geschrieben? Da hat irgendwas geschrieben. Also der... der droppt hoch. So ein Scheiße. Also wirklich. Er hat einen schwarzen, also einen braunen Tiger. So cool. Na 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 na. Heute machen wir das Video. Einfach mal ein bisschen langweilig. 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 Was langweilig. Ich gehe wieder ein bisschen auf die Ruine, hä? Komm, droppen wir hoch. Jetzt geht's nicht mehr rein. Ah! Und ich droppe wieder runter. Das ist so cool! Die haben das wirklich so gemacht, dass man hier in der unsichtbaren Ruine hoch kann. Ich glaube, da ist ein bisschen, die Ruine ist ein bisschen kaputt. Ich gehe wieder hoch. Tschüss. Ich gehe wieder ein bisschen hoch.
Liebe Entwickler, fix this please not. Bitte fix this not. Das ist so cool. Please fix this not. Danke, Entwickler. Thank you, Entwickler. Thank you, Publisher und ja, Developer. Genau, Developer. So, ich glaube, die wartet einfach hier. K. So. Mache Screen. raus. So. Screenshot saved. So schöne Screen gemacht. Kohos. Ich sterbe noch, gell? Ich sterbe noch. Aha. Ich bin wieder ein Schlamassel, gell, hä? Ich vergesse wieder mal... Wieso muss ich den Knopf immer drücken? Endlich ist er wieder da. Ich dachte, das wäre ein Leech. Haben die das denn geändert? Oder war er damals nicht ein größerer Leech einfach? Also eine Leiche? Ein Deutsch ist es eine Leiche, ja. Aber der war doch früher ein Leech. So. Ja. Und jetzt können wir hier wieder zu Yelsail Strike, wie der heißt. Ist mir egal. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir noch 10 Minuten ungefähr, um ein bisschen Scheiße machen mit Amy-Chain. Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr Ignis trollen will, nur noch Syrtis. Weil Syrtis hat ungefähr 5-mal den Wunsch gehabt. Jetzt werde ich so stark, liebe Leute, ich werde so stark trainieren, dass ich richtig gut werde. Und dann werden wir das Spiel genießen, hä? Wir werden einfach die Söten ein bisschen trollen. Die Eisen sind eigentlich zu schwach, um sie zu trollen. Ich werde immer nur die trollen, die zu stark sind. Genau. Wenn Ignis zu stark wird, werde ich die trollen. Vor allem den Clan, den ich begründe. Werde ich sowas von trollen dann. Wenn die zu stark sind, dann werde ich die trollen. Geht sie nicht aus der Party? Das ist so cool, die bleibt einfach in der Party. Dankeschön. So, jetzt nehmen wir den Craftmaster Quest an. Quests. Integriert mit 4 Fels mit Silber. Machen wir. Tschüss. Crafting Master. Ich bin der Gangster. Der Psycho-Gangster, Mann. So, also dann gehen wir mal zu dem Säbel, das ist glaube ich wirklich nur unten in der Klippe, in der Schlucht. So, also. So, mal schauen, ob sie zurückschreibt. Werden wir natürlich anschauen. So. Also, oh, ist das schön. Manche Zuschauer oder Forums-Ding haben Screenshots gemacht, wo so richtig schlechte Grafik haben. Dankeschön, dass ihr keinen neuen PC kauft, aber mir ist es egal. Dürft ihr natürlich, wenn ihr Geld braucht, ruft mich mal an unter der Nummer 0806 mal die 6. Okay. Dankeschön. Nein, ruft bitte nicht an, das ist ein Sextelefon. Ruft mich bitte nicht an, wenn es das überhaupt noch gibt. Aber das war früher mal ein Sex-Werbung-Telefon.
Also bitte nicht anrufen. Dankeschön. Also, ja, sie scheint es wahrscheinlich nicht mehr zu sagen. So. Das ist Kampf. So habe ich Kampf Lock oben und unten. Eigentlich geht das hier gar nicht. Jetzt ist sie hier nochmal. Das geht gar nicht. So. Eben, es gibt richtig tolle Spiele. Sie ist wahrscheinlich nicht so deppri wie der Clan, denn ich war. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber mir schien der Clan wirklich ein bisschen deppri gewesen zu sein. Ich mochte ihn nicht so. Auch nicht so. Ich habe ein bisschen zu viel geschrieben, ein bisschen getrollt, aber tut mir leid, also. Ich finde sowieso, man sollte sich nicht streiten wegen einem Game. Also, Regnum ist schon ein gutes Spiel und so, aber Stalinjagen, oder? Jo. Und fertig. So, ich gehe raus aus Party. Sonst vergesse ich wieder aus Party zu gehen und dann kann andere mich nicht einladen. So. Aber ich will nur ungern eigentlich immer wieder zeigen, dass ich der King bin. Allen in der Party. Die möchte ich nicht zeigen. Das ist 27 Pfeil. 23 bis 29. Ist gleich. Ich habe einfach einen gleichen Pfeil. Doppelt. Und dreifach. Was soll ich mit diesem Ring? Drei Stärke. Soll ich mehr Sachen tragen? Nein, das geht gar nicht mehr. Jetzt ist doch das Charakterattribut von der Charakterklasse dafür zuständig, wie viel man tragen kann, oder? Und es wurde das immer noch nicht geändert. Das sollte so eigentlich sein. Ah ja, das habe ich ja von Teso, glaube ich. Das Charakterattribut tut die Traglast machen. Also eine Großmutter kann immer noch mehr tragen als ich. Ich bin ja immer noch zu schwach. Also. So. Ja, ich freue mich. So, interagiert mit Fels. Machen wir. Wir interagieren mit einem Felsen mit Silber. Fels mit Silber 1 bis 4. Dankeschön, dass du mir das mitteilst. Blödes Game. Ich bin immer noch kritisiert wegen diesem Trauma mit dem Craften. Ich habe so lange die Quest nicht bekommen. Ich bin jetzt Level 27 und habe die Quest erst bekommen. Oh. Nein, ich habe sie, glaube ich, schon länger, aber ich habe sie genommen. Weil ich natürlich die Quest auch nicht zeigen wollte. Es ist so frech. So frech. Also jetzt gehen wir in dieses Gebiet und machen Blue von Toltar. Face mit Kohle müssen wir noch machen. Gut. Machen wir noch das in diesem Part. Und ich mache noch einen, ja, ich mache diesen paar kürzer, auch wegen diesem Scheiß. Fest Plattefull. Hey, ich habe eine 1,5 Terabyte Festplatte und diese Platte ist voll, ständig voll. Ich kaufe mir eine neue und mache dort die Videos. Nur die Videos mache ich dort rein. Genau, ich kaufe mir eine neue Festplatte. Ich muss morgen sowieso noch die GoPro holen für die Aufnahmen mit Webcam, neue Webcam. Die Webcam habe ich hier oben übrigens, genau hier. Hä? Und das ist eine HD, Full HD Webcam. HD von Logitech. Steht einfach HD 1080p und rechts Logitech. Ist einfach die beste, die es gibt momentan. So, also, ich kaufe mir eine GoPro und mache Live-Aufnahmen, Vlogs und lustige Videos. Bitte gib mir ein bisschen Inspiration unter den Videos, Vlogs, ja? Ein bisschen Inspiration von Regnum Let's Play.
Und dann die Livestreams noch und ja, inspiriert mich doch ganzes Leben von mir aus. Und ich mache jetzt fertig, wenn ich den zweiten Gestein finde. Kohle-Gestein. Und Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Werden die eigentlich jetzt noch aggressiv? Ich glaube, der Anführer ist immer aggressiv. Aber der wird ja noch aggressiv. Hallo? Machen wir noch ein bisschen Video, hä? Mal wird der ihn aggressiv. Nochmal Felskohle. So. Dankeschön an Army Chain fürs im Video auftauchen. Und wer auch ins Video kommen soll, der installiert gefälligst Regnum, Champions of Regnum, am besten bei Steam. Hä? Ladet dort mal den Drago Base ein im Steam. Hä? Und dann tut ihr hier online auf Valhalla gehen. Und ladet den Wesley Snipes als Kollegen ein, als Freund hier. Hä? Hier gibt ihr ein Drago Basler und klickt auf Hinzufügen. Es scheint, als spreche Drago Basler eine andere Sprache. Wen habe ich als zuletzt Drago Basler? Naja, egal. Gebt einfach ein Wesley Snipes. So, hinzufügen. Was hieß das? Wesley Snipes. Was hieß jetzt? Ich kann mich nicht selber hinzufügen als Kollegen. Ich bin so einsam. Ich bin der einsamste. Ich bin der einsamste Let's Player auf YouTube. Ich habe am wenigsten Abonnenten. Nein, ich habe wenigstens schon 500, aber es muss mehr kommen. Also abonniert, sagt jedem Kollegen, dass er mich abonnieren soll. Ach komm. Ich bin ein bisschen greedy gerade, aber ich bin einfach gut drauf. Also Dankeschön. Wir gehen dann zum nächsten Quest. Ab das eventuell im Livestream oder im nächsten Part, egal. Ja, wenn ich Zeit habe, Livestream, ich rede um Geld. Sagt es mir sonst und... Ja, eben. Wir haben noch viel vor, hä? Ich werde das Spiel, bis es offline geht, let's play, wahrscheinlich. Oh Gott. Tschüss.